komischen sowieso hinterher. Ne. Doch nicht. Steht zu weit. Und die ist schon alt. Kann nicht mehr so. Steht das nicht. Ich hab doch genug Nahrung. Warum krieg ich Verschleiß? Ah, oh, ne, jetzt hab ich keinen Verschleiß mehr. So hart wie Stahl. Ich muss weg hier. Kann ich denn hier vorbei die angreifen? Nein. Ich bin bankrott. Wisst ihr das? Wir gehen als Einheit. Das wäre sehr ungünstig. Ich hab 0 und mache minus 5000. Ja, warte mal eine Runde ab. Nee, ich werde belagert. Ich krieg kein Geld. Ach so, scheiße. Bleibt ruhig, marschieren. Ist ja jetzt doof, ne? Zurück auf Ausgang. Frieden durch Unterwerfung. Leben durch Unterwerfung. Das ist ein guter Slogan. Gehört uns. Schön. Was ist das mit dem Pimmelboy? Ach, der geht ja rüber. Oh. Doch nicht. Gebt nicht nach. Reformationstag. Reformationstag. Plus 25% Nahrungsproduktion. Ich bin 69. Ja, dann schau mal, wie du dich aus dieser Schlinge windest. Und da zwei Stück, die um dich rumstehen. Ungünstig. Wenn der andere dich jetzt angreift, dann... Ja, das ist mein... Ja. Machst du auch. Hast du... Garnison? Ja. Beschützer der Erde hast du doch da dran. Ja, ist ja auch nicht das Problem. Das Problem ist nur, immer wenn er mich belagert, gehe ich ins Minus, dadurch verschleißt meine gesamte Armee und alles, was ich habe. Hey. Und das sorgt ja dafür, dass ich mit noch weniger Einheiten angreifen kann, als eh schon. Ja, aber das ist halt so, ne? Musst du dir keinen Kopf machen. Nicht. Das wird schon. Mein Spiel ist abgestürzt. Scheiße. Ich glaube, das war's dann, ne? Oder willst du weiterspielen? Ich will einmal gucken, wo er gespeichert hat. Okay. Ich speichere jetzt einmal. Ja, wolltest du noch weitermachen? Weiß ich, ob du weitermachen möchtest oder nicht. Ich dachte, weil es abgestürzt ist, hast du keine Lust mehr. Doch. Es bewegt sich aber wenigstens ein bisschen was. In die falsche Richtung, aber es bewegt sich. Ob es so falsch oder richtig ist,
Das weiß man noch nicht. Ich habe nur die Befürchtung, dass gleich mein Haupttyp wieder tot ist. Vor allem wieder. Ja, der ist ja schon ein paar Mal ist der schon niedergestreckt worden im Kampf. Man hat sich ja immer refreshed sozusagen. Können die überhaupt richtig sterben? Ja. Und deiner ist auch tot. Ja, Achso, du meinst bei Altersschwäche. Bei meiner ist ja mit Altersschwäche gestorben. Ja, aber ich denke, die können auch so sterben. Ich weiß gar nicht, wie alt meiner ist. So, der ist immer noch 72. Er wird nicht älter. Er wird nicht mehr älter. Ja, im Chinesischen geht nur bis 72. Alles darüber unsterblich. Ja, genau. Ist dann direkt ein Jadedrache. Das wäre geil. Schau mal vor, kommt so ein Jadedrache. Hätte was. Hätte wirklich was. Ei. Was eine totale Scheiße. Ich bin überrascht, dass diese Armee das so aushält. Die wird es nicht mehr lange aushalten, aber... Weil das Problem ist, die kommt ja auch nicht dazu, sich einfach mal zu regenerieren. Achtung! Unmöglich. Aber wer hier ist eine Armee, der steht die ganze Zeit neben mir. Dann, anstatt hier so dumm rumzustehen, wie wär's, wenn du mir einfach mal hilfst? Nö. Mist. Das ist ja nun jetzt ein bisschen verrückt, ne? Die Anfrage. Merk's auch. Wie ist denn das überhaupt? Sing Sui. Chop Sui ist das. Ist toll, wenn du so Leute gehst und sagen, nicht ihr schon wieder. Mhm. Okay. Oh. All right then. Mhm. Oh, ich kann die noch nicht mal mit Essen ködern. Hm. Heftig. Warum magst du mich nicht? Mag mich gefälligst. Erholen die sich eigentlich auch, wenn man im Gegnerland ist? Also die, wenn so eine Truppe komplett ausradiert wurde, dann kommt die ja nach 2-3 Runden wieder. Mhm. Aber erholt die sich auch im Gegnerland? Ich glaube schon. Das ist ja kacke. Bin mir nicht sicher, aber. So, belagert er mich jetzt wieder oder diesmal nicht? Alter, da kommen noch mehr Armeen! Fick dich doch! Jetzt sind ja nochmal 3 Stück! Warum hast du nicht. Hast du von dir Armeen hochgezogen? Ja, viel zu weit weg! Ja! Hättest du da mal welche aufgebaut? Tja, da machst du nichts. Ich warte mal. Wo hat der geladen, gespeichert? Meine Runde. Nee, jetzt dann ja am Ende von meiner wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Bringt ja auch nichts. Was willst du denn jetzt groß anders machen? Ihm Frieden anbieten. Aha. Er hätte es vorhin angenommen. Aha, okay. Weil das kann ich nicht gewinnen. Und ich verliere diese Stadt nicht, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Dann hast du diese Stadt nicht mehr. Ja, das ist meine Hauptstadt. Ja, das ist... Ich weiß es ja auch nicht, aber ich vermute jetzt einfach mal, dann bist du in dem Rennen um den Kaiserthron raus. Super. Aber du als Fraktion... Also du wirst wahrscheinlich das noch... Also du kannst ja noch Kaiser werden. Aber halt auf normale Art und Weise. Aber ich weiß auch nicht, was passiert. Ah, fuck, ey. Musst du wissen, was du tust? Ja, gewinnen kann ich das auf keinen Fall. But tell me. Ich würde gerne eigentlich neu laden. Nee, dann mach. Aber ich weiß nicht, ob es am Anfang oder am Ende war. Ja, das weiß ich auch nicht. Guck mal. Wahrscheinlich am Ende. Stimmt. Naja, am Ende.
Ja, und so. Kannst du, mach doch Frieden jetzt. Ja, entspann dich doch. Mach jetzt den Frieden. Alter, er hat nur noch einen Vasallen. Ja, bringt doch nichts, er macht dich trotzdem platt. Alter, was bist du denn jetzt so angepisst? Auch mit einem macht er dich kaputt. Kein Bock mehr auf Scheiße hier. Das ist doch bestimmt Xang Sui, oder? Hä? Xang Sui sein Vasall? Nee, Han Tong. Han Tong? Ist Han Tong? Sein Vasall. Nee, ich glaube, das ist Xang Sui. Was gibt's denn da zu diskutieren? Ich sehe es doch hier. Ach, du irrst dich. Du kannst halt nicht lesen. Ah, okay, das kann sein. So. Alter, der Blöde. Weil er will dafür eigentlich gar nichts haben. Ja, dann mach doch Frieden mit ihm. Ja, mach ich doch jetzt. Alter, jetzt entspann dich doch mal. Nimm ihn direkt als Vasall. So, jetzt verpiss dich aus meinem Land, bevor ich dich komme. Holen komme. So. bevor ich dich komme, Junge. Denn die ganzen ehemaligen Vasallen mache ich trotzdem weg. Du weißt schon, wie man die beeindruckt. Ja, weil das ist ja meine Taktik schon das ganze Spiel über. Immer wenn er so kurz davor steht, mich zu vernichten, mache ich Frieden mit ihm. Arschloch, ey. Hast du jetzt Frieden gemacht? Ja. Mir wurde nichts angezeigt. War anscheinend unwichtig. Nein! Willst du neu laden? Scheiße. Das kann ich gewinnen. Easy. Ach ja. Ja, dass ich so viel spielen muss, ey, in diesem Spiel, das ist echt zum Kotzen. Früher war das nicht so. Aber die guten alten Spartaner, die alles weggemacht haben und dann sind sie pleite gegangen. Es gibt ja diese Nebenreihe von Total War, ne? Diese Total War Saga-Reihe. Achso, ich dachte, so Total War Spartan. Nee. Das wäre cool gewesen. Das hätte ich mir gekauft. Und da kommt jetzt als nächstes Troja. Das interessiert mich nicht. Okay. Es geht ja nicht um Sparta. Aber die sehen genauso aus. Ja, ist toll. Können die auch nichts von kaufen. Vielleicht eine Packung Kekse oder so, aber mehr auch nicht. Achso, da sind dann doch noch mehr. Haben wir noch ein paar Nahkämpfer hier im Start, Junge. Ich gar nicht gesehen. Haltet euch bereit. So. Ready. Los geht's. Mann, warum hat der immer so noch volle Tüten da? Scheiße. Haltet euch bereit. Aufpassen. Echt scheiße, Nico. Der keine Fernkämpfe? Doch. Oh. Der einige. Weil beim Eben steht auch sehr gefangen. Ja, die sieht man halt von hinten nicht. Warum habe ich die einzigen Armbrustschützen, die nicht weiter schießen können, als die Bogenschützen? Ja, genau. Sollen das? So scheiße wieder. Ja, alles klar. Die hasseln direkt rein, die Boys, ey. Ihr seid so schwach, mich zu besiegen. Für diese Beleidigung. Das sagt der Richtige. Jetzt wäre geil, wenn ich einen hätte, der die schützen kann. Also wenn nicht. Schon mach die platt, bevor die hier sind, Mann. Wie viele habt ihr Mann! Nicht genug. Oh, wie clever!
Sehr clever. Ja, die wanken schon mal, das ist schon mal clever. Die feindlichen Krieger rennen. Ha! Ja, clever. So, jetzt ballert auf die da hinten. Warum wanken die? Sind die behindert? Wo lauft ihr hin? Hier geblieben. Lutscher. Geschosse abschießen. Die feindlichen Krieger rennen. Lasst euren Zorn aus. Hallo, bitte nicht gehen. Es ist soweit. Geschosse abschießen. Wer geht denn? Na, hier so ein paar Leute von mir. Nee, doch nicht. Haben sie es anders überlebt? Oh shit, jetzt. Oh, kacke, ey. Ey, die Generäle rasieren da aber auch hart durch, ne? Meine Generäle können absolut nichts tun, weil sie kein Leben haben. Die Einheit fliegt? Geil. Alter, was macht ihr denn da immer für einen Scheiß? Ihr sollt da schießen und nicht dahin laufen. Seid ihr dumm? Boah, da haben die aber schnell geschossen, ne? Wow, das war ja ein krasser Ritt. Sind so in den. Ja? Im Trab so da reingeritten. Das ist doch cool. Er hat nur absolut halt keinen Damage gemacht. Ja, hey. Ja, man muss ja auch nicht alles machen. Ja, aber dann einer General hat doch halbes Leben. Ja, aber nur halbes. Der kann erst dann angreifen, wenn die anderen schon halb tot sind. Weißt du? Schön. Wer ist denn wer hier? Du Tong, Alter, ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Hier, lass das. Lasst euren Zorn aus! Zeigt keine Gnade! Unser Sieg ist nah! Schön. Ich baue gleich eine Armee nur aus Kavallerie. Könnte helfen. Oder auch nicht. Ist halt die Frage, ne? Ist wahrscheinlich in den automatischen Gefechten gewinnt das wahrscheinlich alles. Bestimmt. Boah, Hälfte verloren, ey. Wollte es ja den Waffenmeister unbedingt haben. Oder warst du am Verteidigen? Der hat mich angegriffen. Achso. Ja, ich habe da gestanden, ich habe Blumen gepflückt. Jetzt, ach, geh doch nach Hause, Alter. Immer hast du Krieg? Sansui, offenbar. Wusste ich auch nicht bis jetzt. Ich glaube, der hatte eine Stadt oder so. Na, jetzt hat er zwei. Aber wusste ich auch nicht, gefällt mir. Wo ist der denn? Keine Ahnung. Tao Ying will Frieden. Ja, danke. Ich mach dich fertig. Ihr hättet Vasallen bleiben sollen. So, Han und Song, Stongibong. Jetzt
ist der schon wieder in der Nähe von der City und dann kriegt er doch bestimmt... immer in so Kriegszeiten. Also machen meine Leute Kinder wie sonst was? Ja, dann brauchen sie es ja auch. Ich glaube, die haben nichts zu tun in der Zeit und dann... Ich weiß, wer ist denn das? Tra, Chinesen mit dem Kontrabass. Der wird mir ja nicht mal angezeigt. Wie hieß denn der nochmal? Da. Der ist da oben, Alter. Was willst du hier? Blöder Penner. Sagt, glaube ich, richtig bei denen. Das wird kurz. Wirklich. Minus 88. Die Chancen, ihn zum Vasall zu machen, sind da. Ich bin noch unglaubwürdig. Läuft. Das ist besser als verräterisch. Das stimmt. Es geht auf erst. Meine Fresse, ey. Kriegst du noch hier den Opa mit Bart? Reicht dir auch nicht, aber willst du mich verarschen oder was? Okay, warte, machen wir anders. Du kriegst von mir folgendes. Noch eine Rüstung. Ach komm, Alter. Ich stell mir gerade vor, wie du die Läger von denen aussehen müssen. Alle so voller Rüstungen, Waffen, Holzschwein. Hier. So, wir haben keinen Platz mehr. Die Tonratte reicht nicht? Na gut. Wenn die nicht reicht, dann kriegst du den Tonkrieger. Wow. Der reicht auch nicht. Ja, der Ton macht bei denen wohl nicht die Musik. Haha. Kriegst du Staatsgespräche, das reicht hier. Jetzt lass mich in Ruhe und verpiss dich, du Arschloch. So, jetzt will ich mal gucken. Zu Vasallen machen. Oh, möchte keiner. Oh. Ja, verstehe ich irgendwie auch nicht. Achso, der ist dein Vasall, ne? Kong, Kong, Kong? Kong, Kong, Kong? Kong, Kong, Kong? Kong, Kong, Yao. Ja, ist mein Vasall. Han, wer ist denn Han Xing? Das ist mein neuer, mein anderer Vasall, der wurde nochmal. Achso. Ist nochmal einer gestorben. Auch deiner, gut. Ich hab zwei Stück? Es freut mich, euch zu sehen. Gongdu. Es freut mich. Kann ich das Angebot ja noch nicht mal machen? Ja. Mehr kann ich nicht machen. Nehmt Platz. Gibt nichts, wo ich da noch was machen könnte. Gar nichts. Gar nichts. So, dann werde ich erstmal meine Fähigkeitenpunkte verteilen, die ich hier zur Verfügung stehen habe. Nicht wahr? Ne, er war das gar nicht. Ja, hier. So, schön. Schön, schön. Ja, dann würde ich sagen, lass ich ihn hier erstmal stehen. Bevor es heißt, es ist Zeit zu gehen. Was ein schöner Reim. Ah, ich weiß. Massen rasten aus. Mit Treue. Hä? Ich bin das Schwert. So. Du, hallo. Hallo. Geh mal hier hin. Gut. Dann gehst du dahin. Ja, du gehst dahin. Immer vorwärts, richtig. Ich glaube, ihn sollte ich jetzt mal ein paar Runden pausieren lassen. Gefällt mir nicht. Ich habe jetzt noch ein Goldtälerchen auf dem Konto. Wow.
Du Rich Bitch, du. Was passiert, wenn man die Hauptstadt angreift? Von wem? Von dem Königreich Bar. Was soll dann passieren? Naja, können die sich dann einfach eine neue machen? Ja, das ist ja die Frage, die ich vorhin auch hatte. Oder nicht? Naja, das weiß ich schon nicht. Ja, deshalb, ich weiß es doch auch nicht. Ja, ich auch nicht. Das gleiche Problem hatte ich ja. Ich stand ja davor, meine Hauptstadt zu verlieren, aber was passiert dann? Ich werde es bald herausfinden. Kriege ich da eine neue, oder? Nee, das kann, ist ja Quatsch. Also eigentlich kann es ja nicht sein, weil du, darum geht es ja jetzt, dass man die Hauptstädte hat. Ja, das heißt, dann bin ich vernichtet. Nee, vielleicht kannst du dir eine neue Fraktionshauptstadt machen, aber dann bist du halt... Eigentlich warst du König, ne? Ja. Vielleicht ja, fällst du dann wieder auf... Vielleicht fällst du dann wieder auf den Rang König zurück. Ja, also ich bin König. Ja, dann fällst du wieder... Kaiser. Ja, wenn du einer der ersten drei bist. Ja. Ich bin ja... Wenn ich König bin, kann ich nicht automatisch auch Kaiseranwärter werden. Nee, wenn du einen erst vernichten musst. Also kann es ja sein, dass du einfach wieder auf den Rang vom König zurückfällst. Achso, ja, das weiß ich nicht. Weißt du, und ja, hast dann wieder eine Fraktionshauptstadt. Ich weiß es aber auch nicht. Das ist halt alles nur Spekulatius, ne? Weil ich bin am Überlegen, ob ich mit meinen zwei Armeen seine Hauptstadt angreife. Um mal Luckel wat paschidelt, ne? Ja. Paschideldudel. Du alte Nudel. Okay. Ja. Cool. Hab ich mir so gedacht, ne? Hast du dir so gedacht? Ja. Kann man mal machen. Mhm. Vernunft muss gewürdigt werden. Irrational und töricht. Ich kann nicht. Hä? Wo will ihr denn hin? Ich lehne solche Unvernunft ab. Das wäre verrückt. Unmöglich. Kein weiser Zug. Nein. Nein. Nein? Ich lehne solche Unvernunft ab. Oh, er lehnt solche Unvernunft ab. Oh. Hört, hört. Was ist er denn für einer? Der noch Unvernunft ablehnt. Das ist der Franz Josef. Ach, der Franz Josef? Tja. Meine Klinge ist bereit. Oh, krass. Ja. Ist schon eins heftiger Dude. Gut, dass der immer noch lebt, ey. Jetzt wird er meine Stadt wieder zurück angreifen, ne? Ich glaube, es hackt. Ihr wärt sicher vor uns. Sang Sui, nicht Angriffspakt. Ich wäre sicher vor ihm. Okay. Der ist arm. Der ist reich? Der ist reich? Dann warte mal. Warte mal. Wenn du reich bist, ja? Ach so, 50. Gleich. Ja, nee, ist klar. Okay. Wenn man selbst 50 gibt, dann bringt das nun nicht mal 0,1, ey. Bei denen sind 50 gleich minus 4,6. Hier wird doch mit verschiedenen Paar Schuhen gemessen. Hm. Alter, jetzt greifen die da eine Stadt an. Ich flipsch. Da flipsch aus! Dies kann ich dir aber mal erzählen, du. Yu Mingxiang vernichtet. Schön. Keiner weiß, wo sie waren. Oder ich weiß, wo sie waren. Echt, wo waren die denn? Die waren da im Westen. Im Westen? Ja. Oh.